Der AS63 ist ein Hochgrasmäher. Hochgras bedeutet, wir haben ihn so konstruiert, dass hohes Gras bis zu einem Meter vorne reinkommt, schnell geschnitten wird von zwei Messern und nach hinten ausgeworfen wird. Wenn Sie flaches, mittleres Gras mähen möchten, dann wünschen Sie sich aber vielleicht ein besseres Mulchergebnis als von einem Hochgrasmäher. Aus diesem Grund haben wir ein Mulchkit entwickelt. So sieht das aus. Zwei Teile. Die werden in die Maschine eingebaut, verschließen den Heckauswurf und halten so das Gras länger im Schneideraum. Die zwei Messer haben dann mehr Zeit, das Gras zu schneiden und der Mulch ist ganz, ganz fein und das Schnittbild sieht viel, viel schöner aus in flachem und mittlerem Gras. Hier sehen wir das Kreuzmessersystem vom AS63, die zwei Messerbalken. Das eine Messer, das das Gras schneidet, das zweite, das es zermulcht. Und hier sehen wir den konisch zulaufenden Heckauswurf. Hier wird das geschnittene Material normalerweise zwischen den Rädern ausgeworfen, dass wir nicht drüber fahren und nicht die Traktion verlieren. Dieser Auswurfbereich wird jetzt durch das Mulchkit verschlossen. Wir werden das jetzt so einbauen. Das macht Ihr Fachhändler für Sie. Und dann schauen wir uns mal an, wie sich das Schnittbild verändert. Hier sind wir gefahren ohne Mulchkit in der Hochgrasoption. Gras geschnitten, gemulcht, aber wir sehen den Heckauswurf und die Grasablage. Und hier haben wir jetzt gemäht mit dem Mulchkit. Wir haben den Heckauswurf verschlossen. Das Material war länger im Schneideraum. Es ist noch feiner zerkleinert und die Grasablage erfolgt über die kompletten 61 cm Schnittbreite. Den Mulchkit können Sie für Grashöhen zwischen 30 und 40 cm maximal verwenden. Danach müssen Sie ihn ausbauen, weil ansonsten der Mäher verstopft.